Meine Damen und Herren, für mich stellt sich die Frage nicht, ob Europa ein globaler Player sein soll. Europa ist ein globaler Player. Und das erklärt sich, glaube ich, aus ganz verschiedenen Dingen, die in der Vergangenheit gelaufen sind. Europa ist zum Teil auch ein Stück weit Modell geworden für andere Regionen in der Welt. Und die Nachfrage nach Lösungskompetenzen bzw. nach dem Eingreifen Europas bei Konflikten bzw. bei regionalen Strukturproblemen wächst ja an. Das heißt, wir können aus der Rolle gar nicht mehr rauskommen. Die Frage ist nur, sind wir in der Lage oder sind wir in der Lage, die richtigen Weichenstellungen zu stellen, dass wir auch die Fähigkeiten weiter ausbringen, genau diese Rolle auch wahrzunehmen. Und Sie alle wissen, die letzten Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes, wir bewegen uns gegenwärtig in einer Grauzone auf des Grundgesetzes. Ich sage Ihnen, wir werden auch in Deutschland in den nächsten 4-5 Jahren eine Grundsatzdebatte darüber kommen, welche nationalstaatlichen Kompetenzen innerhalb Europas richtig, notwendig und zu pflegen sind, um die Vielfalt der Akteure auch zu bewahren und welche Kompetenzen auch nach Brüssel abgegeben werden müssen, beziehungsweise welche auch renationalisiert werden müssen. Auch das geht. Wir stehen hier, glaube ich, europaweit vor einer Schwelle, wo wir eine Debatte darüber führen müssen, mit welchem Wertesystem, mit welchem Inhalt, mit welchem Integrationshintergründen soll sich Europa als eine gemeinsame Region weiterentwickeln und wie kann sie davon ausgehen, ohne dass nationale Vielfalt eingeschränkt wird, eine höhere Rolle weltweit spielen. Und wenn Sie sich angucken, die Situation in Afrika, die Situation in verschiedenen Schwellenländern, und zwar nicht nur wirtschaftlicher Natur, sondern auch politischer Natur, wird natürlich auch ein Stück weit die Aufstrahlungskraft Europas ansteigen. Das heißt, wir müssen diese Rolle einfach annehmen, ansonsten nimmt uns die Rolle an, ohne dass wir vorbereitet sind. Und insofern plädiere ich sehr dafür, dass die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik weiter kontinuiert wird. Und ich weiß, wie schwierig das ist, und durch die Gespräche mit Vertretern vieler Länder, die in Europa vereint sind, also ob das Skandinavien gewesen ist, oder ob das in Frankreich gewesen ist oder woanders, wird immer wieder ein Punkt deutlich. Nationalstaaten geben ungern Souveränität über ihre eigene Außen- und Sicherheitspolitik ab. Und ich glaube, dass die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik Europas der Bereich ist, der eigentlich am meisten und schrittweise weiter konfiguriert werden muss. Aber dazu brauchen wir Zeit. Ich glaube, diese Zeit sollten wir uns auch einräumen. Das ändert nichts an der Tatsache, dass wir vor den Konfliktsituationen, von denen wir stehen, bereits jetzt weltweit auch als Akteur auftreten und diese Akteursrolle auch als bewusst annehmen müssen. Meine Damen und Herren, wir haben in Ostdeutschland gemerkt, welche Rolle Europa spielen kann. Und wir werden immer wieder gefragt, wenn wir woanders sind, beispielsweise auch in Indonesien, wo ich ebenfalls mit einer Delegation aus Brandenburg gewesen bin. Wir werden immer wieder gefragt, mit welchen politischen Mechanismen organisiert er eigentlich Zusammenarbeit? Was für Konfliktlösungsinstrumente habt ihr? Und ich sage mal, auch unterschiedlichste Kulturen und auch Regionen und auch Sprachen hier auch zusammenzuführen. Das heißt, es gibt einen gewissen Bedarf, es gibt eine Nachfrage nach Lösungskompetenzen, und zwar nicht, weil man sie eins zu eins übertragen will, sondern schlicht und ergreifend sich darüber kundig machen will, mit welchen Instrumenten, mit welchen politischen und demokratischen Herangehen hier in Europa, ich finde, tatsächlich sich in den letzten Jahren auch hier geeinigt hat, beziehungsweise entwickelt wird, was ganz hoch anerkannt wird. Und das geht manchmal in der Debatte in Deutschland ein Stück weit unter. Die Europäische Union ist auch gegründet worden als ein Ergebnis des Zweiten Weltkrieges und hat als Institution, als Europäische Union, einen hohen Beitrag zur Friedensstiftung auch in Europa gebracht. Und ich finde, dass diese Leistung, die wir im Prinzip auf Völkerverständigung hinausgelaufen ist, etwas ist, was in den Debatten manchmal unterschätzt wird. Wir haben aber auch eine Situation, dass die Generation, die das noch aktiv miterlebt hat, natürlich ein bestimmtes Alter erreicht hat. Und wir aufpassen müssen, dass das Wertesystem, mit dem Europa angetreten ist, nicht in Vergessenheit gerät und zweitens, dieses Wertesystem auch weiter ausgebaut werden muss. Das würde uns befähigen, und der Erzeugung bin ich, auch vor diesem Hintergrund als globaler Akteur tätig zu werden. Und ich kann nur mal unterstreichen, wir sind bereits.